Mit seiner neuen Single Timeline startete der Österreicher Nathan Trent jetzt eine Internet-Challenge. Auf TikTok und Instagram verbreitete sich der Timeline-Tanz wie ein Lauffeuer. Ich bat Nathan Trent zum Blitz-Interview. Herzlich willkommen, Nathan Trent, zu meinem etwas anderen Interview. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, danke dir. Ich bin schon nervös. Wirklich? Schauen wir mal, wie sehr ich dich aus der Fassung bringen kann. Aber ich glaube, so schlimm wird es nicht. Sag mal, Quarantänezeiten. Schaffst du es, jeden Tag jetzt einmal die Zähne zu putzen? Ja, vor allem, weil ich ganz viel Süßigkeiten esse. Deswegen muss ich oft die Zähne putzen. Ja, es ist sicher schon mal vorgekommen, dass ich nur einmal gemacht habe. Normalerweise sind es zweimal. Was vernachlässigst du noch in der Quarantäne? Meine Fitness. Ja, ich sollte ein bisschen mehr Sport machen. Okay. Was ist immer in deinem Kühlschrank? Was ist in meinem Kühlschrank? Ein Bierchi. Aha. Gut, da übrigens die nächste Frage, Wein oder Bier. Welche Interviewfrage nervt dich? Bitte? Welche Interviewfrage nervt dich? Gibt eigentlich keine. Wenn man gute Fragen stellt, antworte ich sehr gern. Was bringt dich in Rage? Wenn jemand seinen Job nicht kann, da werde ich echt wütend. Deo-Roller oder Spray? Roller. 100% Deo-Roller. Wem schuldest du eine Entschuldigung? Ich glaube niemanden. Ich glaube, ich bin gerade ziemlich safe. Wann plagen dich Selbstzweifel? Täglich. Aber ich glaube, es ist auch normal. Naja, wenn du ein Künstler bist, dann ist es auch ziemlich normal, dass du ständig hinterfragst, ob das richtig ist, was du gemacht hast und so. Also qualitativ schon bin ich öfter. Aber ich versuche das abzuschalten, weil man muss ein bisschen mehr genießen. Wie und wann war dein erster Kuss? Das ist arg, weil ich war in der Volksschule und wusste nicht, ich wusste nicht, was haben wir gespielt? Mutter, Vater, Kind? Ich glaube, ich muss 7 gewesen sein. Man hat gesagt, ja, küssen wir es doch so wie in den Filmen. Und sie so, ja. Und dann haben wir gedacht, und ich glaube, das war das. Ich glaube, das war das erste Mal so. Kussi auf den Mund, so. Org eigentlich. Und Kuss? Richtiger Kuss? Richtiger Kuss muss so gewesen sein, so in der absoluten Pubertät. Wahrscheinlich mit 13. Aber ich habe immer damals das als ersten Kuss, deswegen weiß ich gar nicht mehr, was das wirklich 13 muss gewesen sein. 13, 14. Spät. Um was ging es in deinem letzten Albtraum? Ich träume nicht. Also ich träume es fix, aber ich erinnere mich nie an meine Träume. Ich gehe schlafen, schwarz, wach auf, yay, verarbeitet. Ur easy. Ich habe keine Träume. Sehr gut. Oder nicht gut. Müssen wir einen Schlafwissenschaftler fragen. Wie würdest du einen Alien auf der Erde begrüßen? I like this. Also, ich würde einfach sagen, hey, willkommen, magst du einen Kaffee? Ich weiß nicht, also ich würde fragen, woher der ist, der Alien. Und okay. Ich spreche wahrscheinlich sehr Spanisch. Deine erste Amtshandlung als Bundeskanzler? Bist du deppert? Da kann ich ja nur falsch antworten. meine erste Handlung als Bundeskanzler? Wand. Mir fällt gerade nichts ein. Wir kommen später zurück. Oh. Was ist immer eine Sünde wert? Alkohol. Wie reagierst du auf Hasspostings? Ich ignoriere sie. Also wenn es eine gute Kritik ist, dann versuche ich es umzusetzen, aber sonst denke ich mir, ja, das ist halt jemand, der halt gerade nicht so gut drauf ist. Hast du schon mal was Illegales getan? Ja. Hast du es nicht? Nein, naja. Nein, kann ich nicht drüber reden. Aber es ist gar nichts Schlimmes. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Okay. Deine letzte gute Entscheidung? Meine letzte gute Entscheidung war, die Sportschuhe anzuziehen und laufen zu gehen. Das war meine letzte gute Entscheidung. Die ist aber schon länger her. Was würdest du heute gerne deinem Schullehrer sagen?
Das ist lustig, ich habe gerade vor kurzem meine Klassenvorstände geschrieben. Und da habe ich nochmal gesagt, dass ihr Englischunterricht mich unglaublich geprägt hat. Und da war sie ganz gerührt. Aber ich sagte, ja, aber es ist so. Ich finde, das ist auch immer wichtig, den Lehrern zu sagen, dass die wirklich für den Werdegang. Letzte Frage. Wovon hast du derzeit einen Ohrwurm? Es wäre jetzt blöd, wenn ich... Ist es blöd, wenn ich sage, mein eigenes Lied? Es ist halt die ganze Zeit. Davon habe ich auch schon einen Ohrwurm und ich versuche dauernd diesen TikTok-Tanz, den ich nicht hinbekomme, außer I saw you on my timeline und weiter kann ich nicht. Ja, passt nicht, das ist schon die halbe Miete. Ja, also ich meine, ich höre es wirklich gerade, weil ich es auch die ganze Zeit reposte auf meiner Story, diese Timeline-Challenge, höre ich das immer wieder. Es ist wirklich, und ich höre auch Leute sagen, dass es immer noch deren Ohrwurm ist. Deswegen, das ist schön. Komm, verpasst mir mal den Ohrwurm. Ich möchte ihn mal wieder haben, den Ohrwurm. Oh mein Gott. I saw you on my timeline. And now I'm back in the loop with you. Den bringe ich dir noch bei. Schick dir ein Tutorial. Wir üben das noch, ja? Also, wenn wir wieder normale Interviews machen dürfen, bitte lernen wir diesen Tanz, damit ich mich nicht total blamiere. Das kannst du gar nicht. Nathan, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ich habe dir ein paar lustige Minuten geschenkt. Du mir jedenfalls schon. Und ich freue mich aufs nächste Interview dann wieder face to face. Danke dir. Danke dir. I saw you on my timeline. And now I'm back.